Hallo zusammen, Tim hier von der Gregor Schlecht Golf Akademie. Heute geht es um das Thema Rotation. Welche Drills kann ich machen und worauf muss ich achten? Viel Spaß damit! Ihr seht, ich habe eine Wasserflasche mitgebracht. Ganz einfaches Hilfsmittel wieder. 1 Liter, könnt 2 Liter nehmen, könnt irgendwas Schwereres nehmen, 3 Kilogramm, auch super. Als erstes aber so ein bisschen Basisrotation. Worum geht es eigentlich? Ich höre immer wieder von Spielern, dass sie ja keine 20 mehr sind und deswegen nicht mehr so gut rotieren können und so weiter und so fort. Ist in den wenigsten Fällen so. Die meisten sind tatsächlich nur ein bisschen zu faul oder wissen es nicht besser anzusteuern. Okay? Und wenn ich mir überlege, was alles überhaupt drehen kann, dann habe ich hier oben einen Schultergürtel, also Schlüsselbein, Brustbein, Schulterblatt, was ich bewegen kann, meine Brustwirbelsäule kann drehen, meine Hüften können drehen. Also ich habe schon verschiedene Hebel, die ich einsetzen kann. Und diejenigen, die nicht mehr ganz so beweglich sind, haben also immer noch Möglichkeiten, irgendwo anders ihre Rotation zu holen, selbst wenn es das Bein wäre. Okay? Seid nicht zu faul, ja, macht es ein paar Mal. Es ist ganz, ganz wichtig, vor allem für so Themen wie Bahnführung, Schlagflächenstellung, wie bewegt sich der Schläger im Raum, wie bewegt sich das Schlägerblatt im Raum. Darüber könnt ihr extrem viel lösen. Okay, wir fangen aber mit folgender Übung an. Und zwar, wir gehen in unser Setup, wir bauen uns also auf. Am besten macht ihr das vor einem Spiegel. Wir nehmen unsere Wasserflasche in beide Hände und von dort aus geht es jetzt rotierend aus dem Schultergürtel einmal nach rechts und links. Und wenn ihr das vor dem Spiegel macht, dann wird euch ziemlich schnell auffallen, ob ihr überhaupt in der Lage seid, das mal zu separieren. Ja? Also wenn ihr jetzt auf mich achtet, seht ihr, mein Schultergürtel bewegt sich, meine Arme machen eigentlich relativ wenig, das wäre diese Bewegung, meine Beine machen auch relativ wenig. Versucht es mal am Anfang ein bisschen voneinander zu trennen. Wenn man das eine Weile macht, das wird richtig anstrengend. Ihr merkt es plötzlich in der Rumpfmuskulatur, da fängt es halt an zu ziehen und das soll es auch. Ja? So, und dann schaut ihr vor allem, wo brecht ihr aus? Also das heißt, wenn ihr das vorm Spiegel macht, ist es sehr, sehr schön zu sehen, ob plötzlich sowas passiert. Das heißt, der Kopf neigt sich nach links, meine Hüfte schiebt nach rechts. Oder ob ich so drehe, ihr seht, es geht nach links, Oberkörper zu weit nach rechts. Das könnt ihr alles wunderbar beobachten. Also am besten malt ihr euch vielleicht sogar 2 Linien auf einen Spiegel, links und rechts eurer Schultern, und versucht innerhalb dessen erstmal zu rotieren. Ja? So, und dann könnten wir in den zweiten Schritt gehen, dass ich sage, okay, das ist meine Basis, ich rotiere um meine eigene Körperachse herum, fange nicht an zu kippen, zu schieben, was auch immer, sondern rotiere dort und auf dem Weg mit nach vorne versuche ich weiter zu rotieren. Ja, das wird nochmal ein Thema in einem gesonderten Video, aber das wäre jetzt schon mal so eine Übung, um am Ende zum Beispiel dieses Thema, der linke Arm muss immer gerade bleiben, ein bisschen zu behandeln. Also das heißt, wenn ich jetzt hier starte und möchte, dass mein linker Arm hier gerade ist, und der rechte Arm soll hinzu, Arm zu kurz. Keine Chance, da hinzukommen. Ich muss also irgendwie diesen Abstand zwischen den beiden Schultern ausgleichen und das geht nur mit Rotation. Wenn ihr den linken Arm immer anzieht, hat das nichts mit euren Armen zu tun, sondern in den meisten Fällen mit Rotation. Und dafür ist es wichtig, dass die gesamte rechte Seite mitdreht und das kann diese Übung zeigen. Also das heißt, wenn ihr das jetzt mit der Wasserflasche macht, drehe ich also ein paar Mal so hin und her und jetzt auf dem Weg nach vorne rotiere ich mit. Und dann sehe ich, meine beiden Hände können hier auf gleicher Höhe sein und die Wasserflasche immer noch halten. Ja? Und dann kann man die auch mal durch die Gegend werfen, dass man schon mal so ein bisschen Dynamik reinbringt. Ich sage, okay, zack, und kontrolliere sofort meine Endposition hier vorne. Nämlich, wie stehen meine beiden Hände zueinander? Ist das Bild passiert? Keine gute Idee. Das ist das. Super. Okay? Also, kleine Übung für den Garten. Schön Wasserflaschen durch die Gegend werfen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.